Willkommen zurück zur Darstellung des Finanzplans, diesmal mit der Software von Lexware. Läuft alles im Web ab. Ich habe das schon beim Businessplan vorgestellt, dieses Programm. Ich konzentriere mich jetzt direkt auf die Finanzen und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Und zwar ist es alles so laschenmäßig aufgebaut. Hier in grün sieht man also, was ich schon erfasst habe. Ich klicke jetzt einfach direkt auf die Finanzen und scroll mal ein bisschen runter und hier sieht man dann so die grobe Einteilung. Es ist also auch hier in dieser Software eine gewisse andere Reihenfolge vorgegeben und daran erkennt man schon, dass es da nicht das Patentrezept gibt, sondern das macht tatsächlich jeder anders. Und hier fangen wir mit dem Eigenkapital an. Da steht dann auch eine kleine Erklärung und man erkennt immer, das poppt immer alles so nach unten auf. Ich habe direkt die Daten aus meiner Excel-Tabelle wieder übernommen. Hier also Sparguthaben 4000 Euro. Und dann sieht man hier, kann man also hinzufügen. In Rot wird die Summe dargestellt und jetzt geht gleitend über die nächste Position. Und das wird sich später noch als etwas verwirrend herausstellen, weil wenn man die einzelnen Laschen nicht wieder schließt, so wie ich das jetzt hier einfach mal zeige, man klickt dann hier oben wieder auf den Bereich drauf, hat man am Ende alle möglichen Bereiche geöffnet und man verliert total den Überblick. Ist nicht so gut gelöst, man muss sich daran gewöhnen, man verliert aber den Überblick und man weiß gar nicht mehr, in welchem Bereich man jetzt gerade ist und wie die Bereiche zusammenhängen. Das fehlt hier, dieser Überblick. Das hätte man tatsächlich wirklich besser machen können. Gucken wir mal im privaten Bereich rein. Hier kann man also monatlich oder für die Jahre Komplettbeträge erfassen. Da gehe ich jetzt mal ganz spontan drüber. Ich habe hier so ein paar Jahreswerte erfasst. Ihr fehlt im Prinzip nichts und wenn was fehlen sollte, kann man es hier unten wieder hinzufügen. Dann wird der Spaß hier wieder zusammengerechnet und dann kommt man schon, ja, jetzt muss ich wieder hoch, das wieder zumachen, zu den Ausgaben vor der Gründung. Es gibt also auch überall wieder erläuternde Texte, was dazu gehört und wie es zu verstehen ist. Das schenke ich mir jetzt einfach mal. Die Ausgaben vor der Gründung, das ist so ähnlich wie bei der Gründerplattform. Da lagert man also die Investitionen vor die eigentliche Gründung. Und ja, so macht man das eben auch hier. Hier wird der Wert eingetragen und direkt die Abschreibung dahinter. Naja gut, wer sich ein kleines bisschen auskennt, wird hier wissen, dass es Grundstücke, dass die nicht abgeschrieben werden. Demzufolge ist dieser Bereich verwirrend. Ne? Man fragt die Abschreibung zu Grundstücken ab, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Gut, aber ansonsten ist es auch selbstredend und selbsterklärend. Man kann wieder neue Anlagevermögensgegenstände hinzufügen und auch das Umlaufvermögen wird hier unten abgefragt, was aber beim Dienstleister ja nicht vorhanden ist, beziehungsweise nicht in der Größenordnung, dass man es extra erfassen müsste. Und dann sind wir schon bei den Betriebsausgaben. Und da wird es jetzt richtig umfangreich, denn hier sind alle Betriebsausgaben einzeln einzugeben und auch die Umlaufvermögensgegenstände. Dann haben wir Personal, Büro und das Ganze für mehrere Jahre, also insgesamt für 3 Jahre ist das zu erfassen. Das ist schon eine ganze Palette an Daten. Und ja, wenn man da nicht den Überblick behält oder selbst die Daten schon mal vielleicht in Excel vorgearbeitet hat, dann kann man sich hier schon schnell verzetteln. Gucken wir uns mal die Umsätze an. Hier muss man also eine Position anlegen und dann entscheiden, wie die Umsätze berechnet werden. Entweder nach Menge oder nach Stunde. Da ich ein Dienstleister bin, mache ich das nach Stunden. Ein kleines Manko an der Stelle, ich kann sie nicht pauschal eintragen. Oder ja, ohne diese Stunden- oder Mengenberechnung. Ich muss also zwangsweise darüber gehen und das macht es mir schwer, wenn ich den Stundensatz nicht kenne. Ich kann ihn hier auch nicht berechnen. Dann wird es echt schwer, diese Daten hier zu erfassen, die Umsätze zu erfassen. Das ist in meiner Excel-Tabelle und auch bei der Gründerplattform doch etwas besser gelöst. Man kann es also auch pauschal eintragen oder zumindest den Stundensatz berechnen. Da springen wir mal drüber weg. Man kann also dann natürlich auch weitere Umsatzpositionen hinzufügen. Und dann gucken wir uns als vorletztes schon den Finanzierungsplan an. Und hier wird alles zusammengetragen. Auch hier erkennt man wieder eine etwas andere Vorgehensweise, eine zusätzliche Spalte vor der Gründung. Da werden dann also diese
Eigenkapitalien und die Ausgaben zusammengetragen. Der Finanzierungsbedarf wird ermittelt und dann gibt es auch Zuschüsse und Fördermittel. Das ist auch neu, das habe ich in den anderen beiden Varianten noch nicht gesehen. Da lässt sich natürlich auch drüber streiten, ob Zuschüsse und Fördermittel tatsächlich in die Finanzierungsplanung mit rein gehören oder ob man sie lieber privat direkt als Puffer betrachten sollte. Das habe ich aber auch schon unterschiedlich gehört und da möchte ich mich jetzt hier auch nicht festlegen. Wenn es abgefragt wird, sollte man es mit eintragen. Wenn nicht, kann man es als Puffer tatsächlich betrachten. Gut, die Finanzierungsplanung hier auch über mehrere Jahre und dann auch in der Summe nochmal. Und als letztes der Liquiditätsplan, der dann die ganzen Daten nochmal zusammenfasst und dann jeweils jährlich, na jetzt habe ich zum Beispiel wieder den Überblick verloren, ach hier bin ich, okay, jährlich die Liquidität zusammenfasst und sagt, ist er übergedeckt oder untergedeckt. Ja, monatlich wäre wünschenswert, das scheint aber hier nicht zu gehen, sondern es wird alles auf jährlicher Basis abgewickelt, so dass dann, wenn ich komplett zurückgehe, so jetzt habe ich hier irgendwo geklickt und bin hier in Chancen wieder angekommen, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Und jetzt versuche ich das, hier unten ist jetzt die Lasche wieder geöffnet. Okay, dann mache ich das wieder zu. Okay, also etwas ungünstig gelöst. Jetzt kann ich mir den ganzen Spaß dann auch in der Vorschau nochmal anschauen, wie das aussieht. Ich habe jetzt nicht wirklich viele Texte erfasst zum Businessplan, aber die Finanzen stehen drin. Eigenkapital haben wir also hier. Wir haben die privaten Ausgaben monatlich, jährlich über 3 Jahre hinweg. Die Ausgaben vor der Gründung, unterteilt in Anlagevermögen und Umlaufvermögen, sonstige Ausgaben vor der Gründung, Betriebsausgaben Jahr 1, dann haben wir Jahr 2 und Jahr 3 ist, finde ich, auch nicht besonders günstig gelöst, Betriebsausgaben über 3 Jahre auf so einer großen Tabelle darzustellen. Umsatzpositionen, das hatte ich also bei meiner Excel-Tabelle abgeschrieben, den Stundensatz, dass ich überhaupt was rechnen konnte. Und dann haben wir den Finanzierungsplan, der dann so aussieht. Und die Liquiditätsplanung, die ist im Gegensatz zu meiner doch recht zart und dünn. Und dann haben wir noch die Rentabilitätsvorschau über die 3 Jahre, der Kapitalbedarfsplan. Und das war's. Ich möchte es gar nicht viel größer ausfallen lassen, das Vorstellen dieser Software. Wenn ich bedenke, dass ich dafür gar nichts zahlen muss, dann ist sie wirklich in Ordnung. Ich muss aber bei Lexware definitiv etwas betriebswirtschaftliches Wissen mitbringen, um herauszufinden, wo hängen die Tabellen zusammen, wie wird berechnet und wo muss ich was eintragen. Das ist doch etwas schwieriger, beziehungsweise es wird etwas mehr vorausgesetzt als bei der Gründerplattform. Man hat aber auch keine Excel-Vorkenntnisse. Aus diesem Grund allein ist Lexware auch durchaus empfehlenswert. Das soll nur ein kleiner Überblick sein zu den mir bekannten seriösen und kostenlosen Möglichkeiten. Wie letztendlich der Finanzplan erstellt wird, das hängt dann genau von Ihnen ab, ob Sie die Excel-Variante oder nicht die Excel-Variante nehmen. Wie groß Ihr Vorwissen ist. Ich hoffe, ich konnte jetzt so ein kleines bisschen auch erklären, was wo reinkommt, wie es zusammenhängt und wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei der Erstellung Ihres Businessplans. Schauen Sie sich das alles in Ruhe mal an und gehen Sie dann einfach zum nächsten Video. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. Tschüss!